Willkommen Leute zum großen Finale dieser Karriere. Ja, wir spielen gegen Hertha, die dürfen zu Hause im Pokalfinale spielen. Und ja, das letzte Spiel dieser Karriere, es geht darum, den ersten Titel in dieser Karriere zu holen. Es wäre dann ja der DFB-Pokalsieg, leider nur der DFB-Pokalsieg. Ich hätte diese Karriere gerne noch mit dem Champions-League-Titel abgeschlossen, aber ja, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch nochmal ein Video machen, wo wir diese Karriere hier zur Sprint to Glory umformen, um dann da den Champions-League-Titel zu holen. Aber ja, diese Folge konzentrieren wir uns erstmal voll darauf, mit dem DFB-Pokal diese Karriere zu beenden. Und ja, jetzt geht's rein ins Spiel gegen die Hertha. So, jetzt wir hier mit Thiago Almada über den Flügel, der nochmal zurück zu Krüger, der jetzt nochmal raus. Jetzt, oh, jetzt muss hier der Ball durch auf Almada, der bringt die Flanke in die Mitte, aber dann ist die doch ein bisschen zu nah vors Tor gezogen. Da kommt Gomis dann ran ohne Probleme. So, jetzt wir mit Alvarez, der wird da gelegt und das gibt Elfmeter für uns. Da war der Verteidiger wirklich, der hatte da eigentlich gar keine Chance, an den Ball ranzukommen. Trifft dann da nur Alvarez da. Also ja, der hätte den Ball nie im Leben ja da spielen können. Und ja, jetzt hat Krüger hier die Chance, uns in Führung zu bringen. Und der macht das 1:0 für Bielefeld. In der 23. Minute Krüger, wer auch sonst. Ja, das muss man auch sagen. Also unser Top-Torschütze über die gesamte Karriere jetzt, glaube ich, gesehen. Also gut, war auch immer Stammspieler. Also der ist ja wirklich der mit Abstand beste Stürmer, den ich, glaube ich, je in der YouTube-Karriere hier hatte. Und ja, der bringt uns jetzt hier in Führung. Und ja, damit ist 23. Minute, wir 1:0 vorne, jetzt, ja, jetzt muss die Hertha kommen. So, jetzt kommt Hertha über die rechte Seite mit Diaz, aber Bakker macht es dann nochmal gut. Gibt jetzt eine Ecke für Hertha, die tritt auch Diaz, ja, aber dann wieder geklärt, gibt wieder einen Eckball. So, diesmal bringt er ihn rein, aber dann geklärt von uns. Jawohl, und Almada kann dann den Ball behaupten. So, und jetzt hier der lange Ball. Kommt der an auf Alvarez? Nein, der kommt leider nicht an. So, gibt jetzt wieder eine Ecke für Hertha. Ball kommt rein. Oh, und dann ist dann zum Glück Kobel da und hat den Ball. Boah, da kommt der Schuss von einem Hertha-Spieler. Also da dachte ich wirklich, dass der Ball schon drin ist, aber Kobel rettet uns noch. Jetzt hier die nächste Chance für uns. Krüger durch auf Alvarez, der kommt nicht mehr ran. Oh, das wäre es jetzt beinahe gewesen, das 2:0. So, jetzt wir raus auf Christians, der Ball. Christians, der sieht da Krüger in der Mitte und der mit dem 2:0 für Bielefeld kurz vor der Pause erhöht Krüger jetzt hier auf 2:0 für uns. Richtig, richtig stark gemacht. Hier einmal schön rausgelegt, dann ist er vollkommen frei und dann ja, Direktabnahme ins lange Eck. Keeper kommt nicht mehr ran und damit jetzt kurz vor der Pause erhöhen wir auf 2:0. Oh, und jetzt holen wir uns hier gleich nochmal den Ball. Mal schauen, lässt der Schiri uns die Chance noch durch, ja, aber der Pass kommt nicht an und jetzt sollte es das eigentlich sein. Ja, jetzt pfeift der Schiri zur Halbzeit Pause und ja, komfortable 2:0-Führung bis jetzt für uns. Ja, die Hertha mit ihren Ecken etwas gefährlicher als wir, aber wir machen die Tore. Und ja, ohne Wechsel geht es jetzt rein in Durchgang 2. So, jetzt kurz nach Pause. Christians auf Alvarez, der zu Krüger und das war abseits. Oh, Mann, hier Krüger fast mit seinem Hattrick, aber das war dann leider abseits. Jetzt der Ball auf Alvarez. Das war kein Abseits. Alvarez, Ball in die Mitte. Aber da sollte eigentlich eine Flanke werden. Das wurde ja hier fast schon ein Torschuss von Alvarez. Das ist die nächste Chance. Christians wieder hier auf Alvarez. Auch das kein Abseits. Und dann gerade als der Pass in die Mitte kommt, ist da noch der Verteidiger da.
Oh, wenn da der Ball in die Mitte auf Krüger kommt, dann ist es vermutlich das 3-0. So, jetzt hier die nächste Chance für uns mit Alvarez. Oh, der kommt dann ein eigentlicher Verteidiger vorbei, aber den zweiten Ball bekommen wir jetzt. Almada auf Krüger. Krüger, der geht da am Verteidiger vorbei, legt einmal ab auf Christian, so der trifft dann nur den Pfosten. Also ich glaube, der Keeper hat den sogar noch an den Pfosten gelenkt. Oh Mann, 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 das hätte es jetzt eigentlich das 3-0 sein müssen. So, jetzt nächste Chance. Almada, der zieht da in die Mitte. Oh, will da noch einmal ablegen auf Alvarez, aber dann ist da wieder ein Fuß eines Verteidigers dazwischen. Das kommt hier nochmal Hertha kurz vor Schluss. Ja, da können wir sie aber doch ganz gut weghalten. Jawohl, und den Ball haben wir jetzt. Und jetzt vielleicht den Konter ziehen. Ah, da kommt der Ball genau auf einen Hertha-Spieler. Und dann machen die jetzt hier in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer durch Iñaki Williams. Aber das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, so eine halbe Minute zu spielen. Da der Fehlpass von Quiroga und dann, ja, sind wir hinten nicht sortiert bei so einem Ballverlust. Und ja, da ist das lange Eck offen, Kobel kommt dann nicht mehr ran. Und ja, damit Hertha jetzt mit dem Anschlusstreffer. Aber jetzt ist das Spiel aus. Damit gewinnt Bielefeld den DFB-Pokal gegen Hertha. Ja, Krüger mit seinem Doppelpack schießt er uns hier zum Pokalsieg. Ja, jetzt die Mannschaft feiert hier ausgelassen. Thiago Almada, ja, auch wichtiger Bestandteil dieser Saison. Ist, glaube ich, seine, ich weiß gar nicht, ist es seine erste oder zweite Saison bei uns. Jedenfalls der auch richtig, richtig wichtig gewesen in den letzten ein, zwei Saisons hier bei uns. Und ja, jetzt gibt's hier den Pokal überreicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer Kapitän ist, aber ich glaube, Guardiola ist Kapitän, einfach weil er von der, ich weiß gar nicht, warum sie den zu Kapitän gemacht haben, aber ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wer so als Kapitän geeignet wäre. Ich glaube, Emerson noch am meisten, weil der einer der ältesten noch ist, aber hier heben wir jetzt den Pokal gleich in die Höhe. Ja, Guardiol hat die Ehre und darf den Pokal hier hochheben. Und natürlich sehe ich gerade, es regnet. Natürlich ist mir das gesamte Spiel nicht aufgefallen. Aber ja, das ist auch schon wieder so typisch, wenn wir selbst spielen. Also ich glaube, es hat in jedem, mindestens jedem zweiten Spiel hat das, glaube ich, geregnet in dieser Karriere, wenn wir selbst gespielt haben. Aber ja, es war ja in den Kommentaren, meinte ja mal jemand, Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, aber da meinte ja jemand, das passt eigentlich ganz gut, das spielt Bielefeld immer gut, wenn es regnet. Es hat auch ganz gut geklappt, also wir hatten mal so eine Schwächephase in dieser Karriere, wo wir lange nicht, wo ich glaube, fast die gesamte Saison nur ein Spiel gewonnen haben, was wir selbst gespielt haben, aber irgendwann lief es dann wieder besser für uns. Ja, irgendwann kam dann auch der Patch, der Torhüter irgendwie ein bisschen besser gemacht hat. Seitdem hat auch Kobel nicht mehr ganz so kacke gespielt, wie er davor gespielt hat. Und ja, dadurch konnten wir jetzt auch dieses Jahr einige richtig gute Siege feiern. Auch, also dieses Jahr auch im DFB-Pokal gegen Wolfsburg zum Beispiel oder gegen Kiel im Schnee. Das war ja auch eine anstrengende Reise hierher ins Pokalfinale. Und ja, damit geht jetzt die mit Abstand erfolgreichste Serie auf diesem Kanal zu Ende. Ich habe seit September, seit der letzten Septemberwoche, wo ich die erste Folge hochgeladen habe, habe ich meine Abonnenten jetzt mehr als verdoppelt mittlerweile in den 4 Monaten oder was das waren. Also das war wirklich richtig, richtig krass. Also den Erfolg hätte ich mir nie träumen lassen, dass das wirklich so einschlägt. Also dass ich jetzt hier im Anfang Februar sitze mit über 300 Abonnenten, wo ich nicht mal 150 hatte, als diese Karriere angefangen hat. Also das ist echt, echt krass. Und ja, ich hoffe, ihr deabonniert jetzt nicht alle, weil ihr Bielefeld-Fans seid und nur noch Bielefeld-Videos sehen wolltet. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt auch bei der nächsten Karriere da, die jetzt in 3 Tagen startet. Für die, die was jetzt immer noch da sind, kann ich es ja sagen, es geht, wie die Wahl sich entschieden hat, in dem Video letztens, geht's nach Saarbrücken. Da der Kommentar mit Saarbrücken hatte einfach die meisten Likes. Deswegen, ja, werden wir jetzt in der 3. Liga mit
Saarbrücken spielen. Und ja, wie ich auch schon am Anfang der Folge gesagt hatte, in ein paar Tagen oder Wochen kommt auch wieder ein Video, wo wir diese Karriere hier zur Sprint to Glory umwandeln werden. Und da dann versuchen wir doch noch den Champions League-Titel mit Bielefeld zu holen. Und ja, das war es auch hier von diesem Video und von dieser Karriere. Vielen Dank fürs Zusehen. Für alle, die was seit Beginn an dabei sind oder auch alle, die irgendwann eingestiegen sind. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Ciao!